Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Let's Play von mir. Willkommen zu Fallout Shelter und falls euch jetzt wundert, erstens, wie habe ich so viel Geld bekommen? Zweitens, warum ist hier alles wieder blank? Hier die Stimmung auch wieder auf Niedrigpunkt. Ja, das liegt daran, ja, ich war jetzt mal 2 Stunden lang weg. Ja, habe jetzt gerade wieder Fallout Shelter gestartet. Ich habe ja schon vorhin einmal Fallout Shelter hochgeladen oder aufgenommen. Mache ich hier gleich mal weiter. Und ja, Sarah Hawkins ist zurück und sie hat eine Bluse. Oh Mann, das mit dem Essen muss ich wirklich in den Griff bekommen. Oh oh. Na dann, Mädels. Tempo. Bitte, 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 bitte. Oh. Gott sei Dank. Gerade so geschafft. Ja, dann, ich habe ja nicht nur das Diner jetzt mal zu einem Restaurant umgebaut, sondern der Stromgenerator zu einem kleinen Kraftwerk und, nein, nicht. Ja. Die Wasserstation zu einer Wasserbehandelsstation umgerüstet. Und das Lager ist immer noch da. Und ich habe einen neuen Bewohner nach draußen geschickt. Aber wo war das jetzt? Hier? Ja. Das zeige ich euch jetzt mal schnell. Nämlich ja, der Robert Stutton, der ja hier das eine Mädel geschwängert hat. Nicht nur hat er jetzt eine Powertech-Rüstung, sondern jetzt auch eine fette Schrotflinte. Und das ist ja auch schon mal was. Haben überhaupt die anderen noch was geholt? Ja, 14 Kronkorken, Alter. Katastrophe. Sie aber auch nur 14. Meine Fressen, da so wird's nie was. Ja, alles manchmal nicht so einfach. So, ich stelle mir jetzt nur noch mal hier gerade schnell Timer ein. Uhr und das brauche ich nicht, aber dich stelle ich dann mal noch ein bisschen weiter runter. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen langweilig, aber ich muss sagen, sie sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Die Sarah. Hä? Ach so. Wie viele Leute können denn jetzt hier drin arbeiten? Das frage ich mich. Können die denn hier schon zu dritt arbeiten? Weil ich glaube, das habe ich mal bei jemandem gelesen. Gut, sie werden nicht dafür geeignet. Okay. Ey, merkt schon, das mit dem Essen ist jetzt immer knapp an den Nullpunkt. Ja, scheiße. Ja. Ja, was meint ihr, was können wir denn noch verbessern? Was meint ihr, das Stromwerk? 750? Und jetzt ist das Stromwerk ein Kraftwerk. Und gibt uns sogar 15. Thank you.
Hier kannst du Waffen und Outputs in dem oder verwalten. Aha. Man lernt also immer noch was dazu. Das war ich nicht. Schrott wird verwendet, um Waffen und Outputs in der Werkstatt herzustellen. Aha. Hostiere haben wir keins. Oh, warte, warte. So, Lagerplatz. Was? 200? Und hier gibt es auch schon wieder neuen Strom. Restaurante. Schmeckt immer nur so gut wie beim Italiener. Ja. Wasser, muss ich sagen, haben wir extrem voll. Während wir vorhin extrem viel Strom hatten, oder beim letzten Mal extrem viel Strom hatten, und auch mit dem Essen gar nicht mal so verkehrt war, ist das hier mit den Wasser, das nimmt jetzt hier langsam wirklich Überhand an. So. Mal gucken, was mal wieder unser Erkundungsteam macht. Er macht mal wieder nix. Er ist der einzige Fleißige. Er hat bis jetzt 29 Kronkorken gesammelt. Okay. Ich gebe zu, guckt mal. Ich habe ihn mit einer Schrotflinte ausgerüstet, mit einer Stärke. Was ist, mit der abgesägten Schrotflinte in der Stärke 6 bis 7. Ja. Und dann mit der Powertech-Rüstung ist er perfekt dafür geeignet. Und anscheinend gibt es Essen. Ja, gibt's. Ja, kaum gibt's Essen, ist es schon wieder auf dem Nullpunkt. Also ich weiß nicht warum, aber wir machen es mal. Oh Mann, das rettet hier gerade wirklich unseren Arsch. Deren 97, 98. Jawohl. Oh. Hatte Madame schon mal ein bisschen mehr? Nein, Mrs. Taylor hat nicht mehr. Ja, rufen wir sie trotzdem zurück. Ja. Na, okay, der kann eigentlich dann auch zurück. Und es gibt mal wieder Strom. So, und du, mein Freund, du kriegst jetzt hier einen Laborkittel. Ja. Warum ist es bei Ihnen klein? Ach ja, weil ja Frauen ja zur damaligen Zeit ja keine Sachen getragen haben. Aha. Ach so, komme ich auch ran. Ja, das ist doch gut. Ja, der ist jetzt immer ein fleißiger. Meine Fresse.
Beim ersten haben wir jetzt schon wieder das Mindestding erreicht. Aber wir brauchen ja keine zwei Stromgeneratoren. Ja, was meint ihr? Sollen wir jetzt hier nochmal so ein Ding hier hinbauen? Denn ich wäre jetzt. Warte. Denn darf ich ehrlich sein, ich wäre jetzt wirklich dafür, dass wir hier nochmal so ein Ding hinbauen und dann ein normales Lager. Deiner bauen. Da kann ich sie hier. Ja, es ist. Nicht er. Sie. Hallo? Gehorchst du mir mal, Weib? Endlich. Meine Fresse. Was? 14 Minuten? Ach, 4 Minuten. Ach, weil jetzt eine Person dazugekommen ist. Ja, das ist doch gut. Jetzt haben wir immer gut 18 Nahrung. Das ist doch perfekt. Benötigt die Einwohnerzahl von 14. Krankenstation. 18, 20, 24. Wie viele Leute kann ich denn hier maximal haben? Fitnessraum, Klassenzimmer. Waffenlager. Eine Loge. Ein Designraum. Eine Spielhalle. Friseur. Atomreaktor. In Jarten. In netter Jarten. Wasseraufbereitung. Und eine Nuka-Cola-Abfüllung. Bei 100 Bewohnern. Das heißt, okay, gucken wir uns mal die Gegend hier mal ein bisschen genauer an, aber wow. Ja, könnte hinkommen, wird aber schon ziemlich schwierig. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ist jetzt eine. Ja, ihre Stimmung ist besser. Genau. Das ist genau eigentlich das, was ich haben wollte. Und durch den zweiten Diner. Ja. Jetzt haben wir nämlich hier schon ein richtiges Kraftwerk. Da kriege ich gleich mal richtig Strom. 3, 2, 1. Jawohl. 100 Kronenkorken schon. Also Leute, nehmt euch mal den Robert mal ein bisschen. Mal ein paar Beispiele.
Ja, gut, guck mal. Ausgestattet waren sie mit Faust. Und hatten auch nur die normale Kleidung an. Und er hat eine Powertech-Rüstung, die T60F. Und eine abgesägte Schrotflinte. Also, wer hat da wohl den besseren Vorteil? Sammle 100 Wasser. Ach ja. Ja. Hätte ich jetzt eigentlich nicht so gedacht, dass ich so gut damit werde. So ein, falls ihr fragt, wofür denn hier die Nuka-Cola ist, denn ich habe hier nochmal zwei oder drei solche Pakete gewonnen. Also hier dieser komischen Kasten. Dann sage ich euch das jetzt mal. Ein Rückruf. Schneller erreichen mit Nuka-Cola. Ein Stück. Mit Nuka-Cola-Quantum kannst du Reisedauern im Ödland verkürzen, die Herstellung eines Gegenstandes sofort abschließen, mehr als ein Ziel pro Tag überspringen, bestimmte Quests überspringen, Anpassungen beim Friseur sofort abschließen. Danke. Wenigstens haben hier die Friseure offen. Bei uns ist es ja in Deutschland noch nicht so weit. Aber wenn es so weit ist, also wenn das so weitergeht, dann ist hier auch eh überall bald ein Wasteland. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du keine Nuka-Cola und Quantum hast, kannst du im Shop kaufen. Ja, zum Vorfahren bestätigen. Und sammeln. Ab ins Lager mit dir. Oh Mann, diese Aussage hört sich schon ein bisschen böse an. Ja. In diesen hochschwangeren Körper. Das abzuziehen zu können, also diesen Sprung, halte ich für mega unrealistisch. Und ja, ich wohne, ihr wisst ja, ich wohne ja im Harz, aber ja, bei uns draußen schneit es gerade. Und nein, ich nehme das jetzt nicht im Winter auf. Wir haben immer noch den 5.4.2021, aber das war ja auch gestern im Radio angekündigt. Eigentlich hätte es schon gestern schneien sollen, aber gestern war hier noch wundervollstes Wetter. Heute ist richtiges Aprilwetter, also. April, April, der weiß nicht, was er will. Ja. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid gut über die Osterfeiertage gekommen. Ich hatte, wie gesagt, ja hier Probleme mit Fallout Shelter.
War zwar auch noch ab und zu bei meiner Familie, hab da ein bisschen mitgeholfen, ein bisschen was mitgegessen. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich hatte jetzt so viele Probleme mit, wie gesagt, mit meinem Laptop. Ja, und falls ihr euch wundert, warum erst heute die Ausgabe rauskommt, ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht. Ja. Ja, das mit den Essen hält sich ja jetzt eigentlich recht gut in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch das mit den Strummen läuft gut. Ja. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, beenden wir diese wunderbare weitere Folge wieder. Ich verabscheue mich hiermit, denn ihr seid die Besten. Ich bin euer Hermann. Wir sehen uns dann bei, ja, beim nächsten Video, egal was ich mache. Das PlayStation Portable Video muss ich ja auch noch machen. Fällt mir jetzt gerade ein. Egal. Bis denn. Ciao mit O. Und dann sehen wir uns bei einer weiteren Folge Fallout Shelter.